number 30. Chang hat noch nicht seinen Rhythmus gefunden und es ist ein bemerkenswert langsamer Start von ihm. Aber keine Sorge, er ist ein Kämpfer. Umlief die Rückhand und schlägt den Winner mit der Vorhand Longline. Und Chang droht zum zweiten Mal in Folge sein Aufschlagspiel zu Null zu verlieren. Einen einzigen ohne die Returns. Michael Chang ist jemand, der sich im Laufe eines Spiels ausgezeichnet auf selbst den stärksten Aufschlag einstellen kann. Aber wenn man so viele unnötige Fehler macht wie er in den ersten drei Aufschlagspielen und der Gegner, in diesem Fall Agassi, derart sicher spielt, dann darf man sich über den Spielstand nicht wundern. Hier sind einige Fans, die kein besonders großes Interesse an den Herren auf dem Center Court haben. Vielleicht ist das eine Generationsfrage. Vielleicht sind Chang und Agassi, vor allen Dingen Agassi, noch ein bisschen zu alt für die beiden. Thank you. Kaum ein Spieler aber kann sich so gut in ein Match reinbeißen wie Michael Chang. 0-3 der Spielstand. Thank you. Agassi serviert. Viele von Changs Fehlern passieren bei potenziellen Winnerschlägen. Und das macht das Ganze besonders unangenehm. Agassi lässt seinen Gegner laufen, braucht sich selbst kaum zu bewegen. Ein paar Schritte nach links und rechts, das ist alles. Changs zweiter Punkt. Gang Agassi.
Eine klare Führung für den umgesetzten Mann aus Las Vegas, der in diesem Jahr zwei Turniere gewonnen hat, in Scottsdale, Arizona und in Toronto. So hat sich das Michael Chang schon eher vorgestellt. Nach 13 Minuten der erste richtig herausgespielte Punkt von ihm. Er hat in diesem Jahr bereits 5 Turniere gewonnen. Damit in dieser Bilanz Nummer 2 hinter Sampras. In Jakarta, Philadelphia, Salem, Atlanta und Cincinnati. Ein Ass. Mann, der hier in einem Match noch mal ein Dutzend Asse produzieren kann, deshalb hat er es auch schwer auf extrem schnellen Spieloberflächen. Aber für das ein oder andere Ass, für den einen oder anderen leichten Punkt reicht es. Andre Agassi hat bei den bisherigen Grand Slam Turnieren in diesem Jahr nicht sonderlich viel Glück gehabt. Verlor jeweils in 5 Sätzen bei den French Open in der zweiten Runde gegen Thomas Muster, in Wimbledon gegen Todd Martin in der vierten Runde. Auch Michael Chang verlor in Frankreich und Wimbledon relativ früh in der dritten Runde bzw. im Viertelfinale gegen Isaga und Sampras. Agassi serviert beim Stand von 4:1. Jetzt ist das schon eher ein ausgeglichener Wettkampf. Und selbst wenn Michael Chang einmal 0:4 zurückliegt, dann bedeutet das noch gar nichts. Er hat schon ganz andere Sätze noch aus dem Feuer gerissen. Oh,
Das war bereits unnötiger Fehler Nummer 10 in diesem Match bei Michael Chang. Agassi hat bisher lediglich 2 auf seinem Konto. Passierschläge Andre Agassis sind bekannt. Michael Chang muss für seinen Ausflug ans Netz büßen. Was für ein Winnerschlag und fast noch erstaunlicher, dass Chang da noch rangekommen ist. Selbst wenn der Ball dann ins Aus flog. Ball auf der Linie. Wieder ein unnötiger Fehler. Agassi hat Satzball nach 22 Minuten. Das wäre absolut bemerkenswert. Agassi nimmt es philosophisch und seine Freundin ist auch da. Brooke Shields. Michael Chang. Mit einem Doppelfehler in dieser Situation. Thank you.
11 Uhr, 10 Uhr oder irgendeine Uhrzeit am Vormittag anzeigen würde, würde ich sagen, Michael Chang ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Dass Brooke Shields auch eine Tennisverbindung hat, nämlich ihr Großvater vor 64 Jahren spielte auch bei den damaligen nationalen amerikanischen Tennismeisterschaften in Forest Hills und er verlor damals im Finale gegen Johnny Doak, sicherhin auch ein Name, den Sie noch öfters benutzen, Johnny Doak. Und er unterlag damals 8:10, 6:1, 4:6 und 14:16. Dieser Frank Shields erreichte 1931 übrigens auch das Finale von Wimbledon, konnte dann allerdings nicht antreten wegen einer Knöchelverletzung. Also, wer weiß, vielleicht würde Andre Agassi einiges dafür geben, wenn er es bei den US Open in diesem Jahr so weit bringen würde wie der Großvater seiner Freundin. Einen großen Schritt hat er getan. Thank you. Im Food Village werden die Burritos und Hamburger serviert, während Andre Agassi zum Beginn des zweiten Satzes aufschlägt. 6:1, 25 Minuten sind gespielt. Geht für Michael Chang vor allen Dingen darum, nun die Sicherheit in seine Grundlinienschläge reinzubekommen, dass er sich auch häufiger auf die längeren Ballwechsel gegen Agassi einlassen kann. Chang lässt seine Gegner für die Punkte arbeiten, das ist bekannt, das erlebt nun einmal mehr Andre Agassi. 1:0 im zweiten Satz. Aber entscheidend die 12 unnötigen Fehler bei Michael Chang gegenüber nur 3 von Andre Agassi. Das muss anders werden im zweiten Satz bei Michael Chang, sonst wird es weiterhin einseitig. Das ist das Spiel, mit dem Michael Chang zum Erfolg kommen kann. Agassi erst einmal an der Grundlinie beschäftigen und den Netzangriff lange und geduldig vorbereiten.
Wenn er das nicht tut, dann passiert ihn Agassi gnadenlos. Zwischendurch protestierten die Zuschauer schon ziemlich lautstark über einen Ball, der nicht im Aus gewesen ist. Das meint auch Michael Chang hier gegenüber Schulschiedsrichter Mike Morrissey aus England. Das irritiert natürlich auch einen Spieler, wenn Bälle, hier sehen wir es noch einmal, aus der Perspektive schlecht zu erkennen natürlich, ob es nun tatsächlich ein klares Aus war oder nicht. Aber wenn Bälle nicht ausgegeben werden, dann beschäftigt das die nächsten ein, zwei Schläge und man macht dann leichter Fehler. Mit etwas Wut im Bauch dieser Punkt von Chang. Chang gleicht aus zum 1 beide. Sein Bruder Carl ist unter den Zuschauern. Mal sehen, ob wir Brad Gilbert sehen, irgendwo der Coach von Andre Agassi, der hier als Spieler nicht dabei sein kann, wegen einer Verletzung. Au, oh, steht Chang klasse am Netz. Und das gegen einen Passierschlagkünstler wie Agassi. Bälle hatten hervorragende Länge. Die ersten Break-Chancen in diesem Match für Michael Chang und derer gleich 3. Thank you.
klasse, wie Agassi diese drei Break-Chancen zunichte gemacht hat. Da hat jemand ganz andere Interessen. Ich glaube, diese Einspielung war keine Anspielung auf die viel berichtete Neigung und Vorliebe von Andre Agassi zu süßen Mahlzeiten, zu allem, was schön dick macht. Ist er doch momentan recht gut in Form. Manch anderer Spieler als Michael Chang hätte da Agassi diesen Schmetterballkopf kampflos spielen lassen. Chang versucht noch verzweifelt ranzukommen, wirft sich in diesen Ball rein. Drei Breakchancen hatte Michael Chang. Seitdem ist er wieder da. Nicht voll da, möchte ich mal sagen. Er ist nicht gesetzt, aber er ist wieder in der Szene dabei. ...2-1 führt der Paradiesvogel unter den beiden Kontrahenten im zweiten Satz und Michael Chang serviert. Chang hat weiterhin enorme Probleme mit seinem Aufschlag. Diese Ballwechsel darf Chang eigentlich nicht verlieren. Das sind die, auf die er baut. Für die notwendigen Punkte. Wenn er schon mit seinen Aufschlägen nicht durchkommt. Doppelfehler Nummer 2 und Breakchance für Agassi. Seine erste in diesem zweiten Durchgang.
Cheng hat noch keine Konstanz in seinem Spiel. Und es ist Andre Agassi, der normalerweise als der Mann der himmelhoch jauchzenden Hochs und der abgrundtiefen Tiefs gilt. Er ist es, der relativ konstant bleibt. 3-1-Führung für Agassi bei eigenem Aufschlag. Das war von Agassi eine Einladung an Chang. Das war kein Lob, das war ein Löppchen. Selbst für den relativ klein gewachsenen Chang kein Problem. Chang mit einer Aufschlagbilanz von 27% in diesem zweiten Satz. Er sieht immer dann am besten aus, wenn Agassi serviert. Da war Brad Gilbert kurz. Ein zufriedenes Lächeln um seine Lippen. Chang auf dem falschen Fuß erwischt. Keiner ist schneller auf den Beinen, um solch eine Chance auszunutzen als Michael Chang. Die Chance zum Rebreak. Wenn ich richtig gesehen habe, dann war das eben Pancho Segura im Stadion, der im vergangenen Jahr Andre Agassi hier bei den Open trainiert hat. Chang verkürzt auf 2-3. Der Zweite, der jagt auf der Suche nach dem zweiten Grand Slam Erfolg. Agassi gewann Wimbledon 1992. Völlig überraschend. Vielleicht auch überraschend für ihn selbst. Er hatte bei den French Open einige Wochen davor
verloren, hatte dann 3 Wochen lang keinen Tennisschläger berührt, trat in Wimbledon an und gewann in einem grandiosen, legendären Endspiel gegen Goran Ivanišević. Und auch Michael Changs Erfolg bei den French Open 1989 ist, wenn nicht jetzt, dann sicher irgendwann einmal der Stoff von Legenden sein. Sieg gegen den Weltranglisten Ersten Ivan Lendl über 5 Sätze und dann im Finale gegen Stefan Edberg. Das waren bemerkenswerte Spiele. Doch zurück zum Stadium Court, der inzwischen ausverkauft ist. Nur noch ganz, ganz wenige Plätze unbesetzt. Chang serviert zurück beim Stand von 2:3. 15. Oh, was für ein Return von Agassi. Das sind Heldentaten, wie sie die Amerikaner lieben. Chang ließ den Ball noch aufkommen, um dann den Schmetterschlag anzusetzen. Das weiß er wohl selbst nicht mehr, wie er den zurückgekriegt hat. Die wirkliche Stärke beider Spieler sind die Returns, insofern folgerichtig die aufschlagenden Leben gefährlich. Erneute Breakchance für Agassi.
Der Linienrichter hatte erneut diesen Ball im Aus nicht gesehen. Dafür war Michael Morrissey. Aufmunternder Beifall für Chang. Tja, die Returns. Mühsam, aber am Ende zählt nur der Punkt, 3-beide im zweiten Satz. Chang hat sich in diesen Satz jetzt richtig reingebissen. Wir sehen aber, wie weit die Schläge von Chang kommen. Er versucht, Agassi in der Grundlinie festzunageln, auf keinen Fall zuzulassen, dass der sich in Richtung Netz orientiert. Und wenn man diese Taktik verfolgt bei Chang, dann unterlaufen halt hin und wieder Fehler. Das erste Ass für Andre Agassi. Schulmäßig, diesmal unerreichbar für Michael Chang. Agassi gewinnt sein Aufschlagspiel zu 0 und führt mit 4:3 im zweiten Satz. Partien im März in Key Biscayne, als er im Endspiel gegen Pete Sampras stand. Das Spiel war auf 13 Uhr angesetzt und um die Mittagszeit erfuhr er, dass Sampras einer Magenverstimmung litt und keinesfalls um 13 Uhr würde antreten können. Agassi
hätte den Titel damit gewinnen können, kampflos, aber er zeigte eine ungemein sportliche Geste. Er erlaubte Sampras, eine Stunde später anzutreten. Und im Match, wo Sampras selbst noch unter Magenkrämpfen litt, wurde Agassi dann doch vom Weltranglisten Ersten bezwungen. Das zeigte zum einen die Überlegenheit, die Brillanz des Pete Sampras, aber auch die Sportlichkeit des Andre Agassi. Thank you. Michael Chang serviert beim Stand von 3-4 im zweiten Satz. Thank you. Der Satz noch offen. Linienrichter hatte den Ball ausgesehen, aber Michael Morrissey sah den Ball gut. Andre Agassi beklagt sich ein bisschen, aber Michael Morrissey sehr nachdrücklich, dass er den Ball ganz klar auf der Linie gesehen hat. Vier beide. Thank you.
Das ist auch selten, dass Michael Chang solche Bälle vergibt. Aber es ist riskant von Agassi, so zu spielen. Chang erläuft alles. Entscheidenden Phase des zweiten Satzes. Vier beide Einstand. Chang versucht die Initiative zu ergreifen, aber diesmal hat er am Netz zum falschen Mittel gegriffen. Dank zwei weiterer unnötiger Fehler von Michael Chang. Dritte. Heute ist das nicht ganz so. Heute scheint Chang nicht ganz hundertprozentig mit sich im Reinen zu sein. Bisher noch nicht. 4:5 im zweiten Satz. Michael Chang serviert. Der Ball ist gut, optimal platziert. Auch hier André Agassi als Konterspezialist. Chang macht Druck, aber nicht nachdrücklich genug.
Das Ganze driftet auf einen Tiebreak zu im zweiten Satz. Jeder Aufschlagverlust jetzt natürlich wäre eine Vorentscheidung. Erneut mit Mühe, aber ein gewonnener. Sein Gegner wird in der Night Session ermittelt. Nach der Setzliste wäre es Todd Martin. Das ist also die untere Hälfte des Tableaus. Zurück zu Chang. 5:6 im zweiten Satz. 15. Jetzt bereitet Chang seinen Netzangriff vor mit einem stark überrissenen Voranschlag. Er lässt hier überhaupt nichts anbrennen. 40-0. Der Ball ist aus. 6 beide im zweiten Satz. Das heißt Tiebreak. Beide hatten jeweils ein Break. Ansonsten ging alles glatt. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten sehr ausgeglichen dieser zweite Durchgang.
1-0, Agassi. Agassi macht den ersten Fehler. Mini Break für Michael Chang. Gleich noch eins dazu. Im Tiebreak hat also Michael Chang den besseren Start erwischt. Mich an ein Match in Key Biscayne in der Vorrunde. Andre Agassi gegen Stefan Edberg. Da lag Edberg im Tiebreak mit 6-2 in Front. Agassi gewann dann noch. Kann er ebenso gut aufholen. Gibt es ein Donnerwetter von Michael Chang? Alle hatten den Ball gut gesehen, auch die knapp 20.000. Mal sehen, ob das nochmal eingespielt wird. Ich habe ihn auch im Aus gesehen, muss ich sagen, aber. Oh nein, das ist ganz, ganz knapp. Vielleicht hat der Ball noch die Linie berührt, aber. Punkt für Agassi, 2-5. Da schreit er sich. Den Frust raus. 6-2, Chang. Auf die Linie. 6-2, vier Satzbälle für Michael Chang. 6-3, Chang. Wie gesagt, 6-2 führte auch Edberg gegen Agassi. Aber Chang ist kein Edberg. Minuten dauerte der zweite Satz, bevor ihn Michael Chang im Tiebreak mit 7-6 für sich entschied. Insgesamt eine Stunde und 21 Minuten. 1-1 Sätze
Das Match ist wieder ausgeglichen. Das 1:6 im ersten Satz hat also Michael Chang sehr gut weggesteckt. Durch Kampf, wie so häufig, zum Spiel gefunden. Immer noch 16 unnötige Fehler im zweiten Satz auf Changs Konto, aber Agassi hat auch einige zugelegt. 17 auf seiner Seite. Sein erster Aufschlag, Agassis erster Aufschlag kam besser, aber Chang hat sich halten können und die Statistik bestätigt den Ausgang des Satzes. Das Ganze denkbar knapp. Und so wird's von jetzt an weitergehen. Das war die sehr umstrittene Entscheidung gewesen. Wir hier noch einmal in Zeitlupe eingespielt bekamen. Ja, hier sehen wir, Michael Chang trägt zwei Socken übereinander. Und noch extra zur Stütze seines Fußgelenks einige Bandagen auf beiden Seiten. Wer so viel läuft wie er auf diesen harten Böden, da müssen die Gelenke schon einiges vertragen. Time. Wir sind bereit für den dritten Akt in einem sicherlich noch länger andauernden Drama. 6-1 Agassi, 7-6 Chang. Chang serviert. Das ist bereits das zweite Mal, dass Agassi solchen Bällen Zuflucht suchte, die beide allerdings weit im Aus landeten. War schon fast aufreizend lässig, wie André Agassi diesen Ball über das Netz geschubst hat. Das ist
Chang macht Druck und dem hat Agassi momentan nicht allzu viel entgegenzusetzen. Kommt selbst ein Michael Chang nicht dran. Ausgezeichnet. Oh, das war auch ganz, ganz knapp. Vielleicht hat der Ball mit vielleicht einem Filzhaar die Linie berührt. Breakchance für Agassi. Ein ausgezeichneter Longline-Ball und ein Fehler von Chang. Das erste Break im dritten Satz ist perfekt. 1-0 für Agassi. Und der Argentinier Frana gegen Karel Novacek. Agassi serviert beim Stand von 1-0 im dritten Satz. 15-0. Es sind auch diese Bälle, die mich etwas bedenklich stimmen, was Agassi angeht. Chang machte keinerlei Anstalten, da noch den Schläger hin, ja doch ein bisschen versucht er, sie muss mich korrigieren, aber der Ball unerreichbar für ihn. Erwischt Andre Agassi den besseren Start.
Da hatte Chang schon mal wieder angesetzt, um sich zu beklagen, aber Michael Morrissey korrigiert die ausgebliebene Linienrichterentscheidung. Wobei Agassi sich nun beschwert hat, dass er immer gegen ihn entscheidet. Das ist auch nicht ganz Steffi. Etwas höhnischer Beifall, diese Linienrichterentscheidung. Nach dem Motto, der Herr ist aufgewacht. Zu Null. Michael Chang, sein Auftragsspiel, verkürzt auf 1 zu 2. Andre Agassi beklagt sich gerade bei Michael Morrissey weiterhin, dass er ständig Linienrichterentscheidungen korrigiert, worauf der antwortet, ja, wenn sie falsch sind, dann muss ich sie korrigieren. Otto und Agassi, sind das denn keine Profis hier oder was? Am Turnier in New Haven vor einigen Wochen wurden bei Seitenwechseln ja die Lieblingssongs der jeweiligen Spieler über die Anlage eingespielt. Rock'n'Roll Tennis heißt das Konzept, aber Agassi, der auch mit diesem Wort, diesem Begriff Rock'n'Roll Tennis in Verbindung gebracht wird, er fand das Ganze nicht so witzig. Wurde dadurch eher, sah sich eher beeinträchtigt in seiner Konzentration und hat sich sehr deutlich und nachdrücklich gegen solche Mätzchen ausgesprochen. Beteiligung der Zuschauer fand er gut und auch ähnliche Dinge, um Tennis wieder etwas populärer zu machen, aber Musik bei Seitenwechseln, nein. Klar gewonnen dieses Aufschlagspiel zu 0, 3-1. Agassi Camp ist zufrieden. Der Ball landete in der prominenten Box. Bruder Carl Chang, der nur wenige Sitze davon entfernt Platz genommen hatte, zuckt nicht mit der Wimper. Oh.
Agassi gelingt es, sich am Netz festzusetzen und er macht auch den Punkt, lässt Chang nicht die Ruhe, sich den Passierschlag auszusuchen. Power-Tennis, einem derart klein gewachsenen Mann. Unglaublich. Da waren einige klasse Ballwechsel und Chang verkürzt auf 2:3 im dritten Satz. Beide Spieler sind ja Abkommen von Einwandererfamilien hier in den Vereinigten Staaten. Andre Agassi ist der Sohn eines armenischen Einwanderers, während die Familie Chang bereits in der zweiten Generation sich in den USA aufhält. Es war also Großvater Ken Wu Chang, der wegen seines christlichen Glaubens aus China ausgewandert ist und in Kalifornien eine chinesisch-amerikanische Kirche gegründet hat. Der christliche Glauben spielte auch dann bei seinem Sohn und auch bei, wie sicherlich bekannt ist, seinem Enkel Michael eine große Rolle. Deshalb ist Michael häufig kritisiert worden, weil er seinen Glauben zu sehr nach außen trägt. Das tut er inzwischen noch nicht mehr. Er hat nur gesprochen, er sei damals nach den French Open eigentlich völlig natürlich darauf eingegangen und habe eigentlich nur gesagt, was ihm so in den Kopf kommt, ohne groß drüber nachzudenken, wie das nach außen hin wirkt, wie das vor allen Dingen in den Medien wirken würde. Von wegen Durchhänger bei Agassi. Er belehrt mich eines Besseren. Mit starken Aufschlägen. Agassi ist der Frontrunner in diesem Match. Ging gleich zu Beginn in Führung und auch jetzt schon wieder im dritten Satz. Chang muss ständig hinterherlaufen.
15-15. That's you. Agassi spielt momentan sehr druckvoll. Und Cheng hat alle Mühe, seine Aufschlagspiele zu halten. Breakchance zum 5:2 im dritten Satz. So schnell laufen, wie er wollte. An den Passierschlag ist er nicht rangekommen. Flucht nach vorne ist das bei Michael Chang. Gut vorbereitet, dieser Netzangriff.
Advantage Agassi. Breakball Nummer 3. Mit dem zweiten Ass. Sie sehen, was für ein Spiel Chang aufziehen kann, wenn sein erster Aufschlag richtig kommt. Und dafür kommt er einfach noch nicht häufig genug. Dann lassen sich nämlich Aufschlagspieler auch relativ problemlos gewinnen. Die letzten beiden Punkte 3:4 im dritten Satz. Andre Agassi hat eigentlich erst so richtig in diesem Frühjahr angefangen, sich zu quälen im Training, an seinem Körper zu arbeiten. Diese mehrmonatige Pause nach den US Open, da macht er ein einziges Davis-Pokalspiel gegen die Bahamas und dann kam die Operation am rechten Handgelenk bis zu seinem ersten Auftritt im Frühjahr in Scottsdale, Arizona. Und in dieser Pause hat er, wie er später in Interviews sagte, mal analysiert, weshalb er eigentlich Tennis spielen will und dass er es früher häufig aus den falschen Gründen getan hat, nämlich um anderen zu gefallen, um Beifall zu bekommen. Nicht, weil es ihm Spaß gemacht hat. Und während dieser Pause hat er gemerkt, dass ihm Tennisspielen eigentlich fehlt. Und hat er auch gemerkt, dass ihm eine Bühne fehlt. Jedenfalls hat er so richtig Lust gespürt, besser zu werden als jemals zuvor. Und hat richtig hart trainiert. Ob sich das in diesem Jahr noch auszahlt? Einer hervorragenden Platzierung bei den US Open. Vom Sieg wollen wir gar nicht mal reden, das werden wir merken. Er serviert jedenfalls sein drittes Ass beim Stand von 4:3 im dritten Satz. Zu gut platziert. Wenn er etwas sicherer gespielt worden wäre, wäre sicher Chang noch besser rangekommen. Während sich die Sonne über Flushing Meadows hinter einer Wolke versteckt, geht Andre Agassi mit 5:3 in Front im dritten Satz.
denkbar ungünstiger Zeitpunkt für Michael Changs dritten Doppelfehler. Jetzt Changs Aufschlagspiel zu attackieren und den Satz damit von nach Hause zu bringen und nicht auf sein eigenes Aufschlagspiel zu warten. Verteilt die Winnerschläge fast nach Belieben. Nummer 13 in diesem Satz gegenüber nur 5 bei Chang. Satzbälle Nummer 1 und 2. Stunde und 57 Minuten sind gespielt. Andre Agassi geht mit 2:1 Sätzen in Front. Ist das eine Vorentscheidung? Großes Fragezeichen. Jedenfalls hat jetzt Michael Chang ein Match, dass er sich richtig rein knien kann, reinbeißen kann, ja, reinbeißen muss, wenn er es noch herumreißen will. Aber das ist eine Situation, in der er sich schon häufiger befunden hat und in der er sich auch einigermaßen wohlfühlt. Jetzt eine ausgezeichnete Bilanz bei 5 Satzspielen, 16 Siege bei nur 7 Niederlagen. Bei Agassi ist das anders. Bei ihnen waren 5 Satzspiele zu Beginn seiner Karriere schon fast ein kleiner Komplex. Es dauerte einige Weile, bis er überhaupt mal eins gewonnen hat. Und seine Bilanz steht bei 6 Siegen und 11 Niederlagen. Im dritten Satz allerdings, da dominiert er mit einem starken Aufschlag und zahlreichen Winnerschlägen. Der dritte Satz dauerte gerade einmal 36 Minuten. Agassi serviert zu Beginn des vierten, knapp 2 Stunden sind gespielt. Thank you.
40. War da sehr mutig mit seinem Netzangriff. Aus einem 0:30 macht er das 1:0 im vierten Satz. Er geht inzwischen Laola durchs Stadion. Versuch, der von den Fans beklatscht wird. André Agassi erfolgt das Ganze mit Verwirrung in den Augen, aber er scheint dem Ganzen auch etwas Spaß abzugewinnen, während Michael Chang völlig in sich gekehrt diesen Seitenwechsel über sich ergehen lässt. Ein Klassiker ist dieses Match noch nicht. Dazu macht Michael Chang noch zu viele Fehler. Aber ein ausgezeichnetes und unterhaltsames Spiel ist dieses Match auf jeden Fall. Und noch ist nicht aller Tage Abend. Ein Neuanfang ist das, zumindest was die Aufschlagbilanz angeht, für Michael Chang. 0:0 holte das Service-Spiel.
15 Grad. Erneut ist ein Netzangriff Changs fehlgeschlagen. Aber die Passierschläge klappen. 15. Agassi. In diesem Fall chancenlos. Breakchance für Chang, der sich in diesem noch sehr jungen vierten Satz bereits auffallend häufig Richtung Netz orientiert. Tschüss. Passierschlag sitzt, die Menge jubelt und Michael Chang gelingt das erste Break im vierten Satz. Auch das erste Break gegen Agassi seit Anfang des zweiten Satzes. Chang also mit Vorteilen im vierten. Wer weiß, ein fünfter Satz ist bei dieser Konstellation immer drin. Und da ist die große Frage, wie fit ist Andre Agassi tatsächlich, nachdem er in Key Biscayne einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen hat, konstatierte John McEnroe bei den French Open, dass er Agassi doch nicht ganz durchtrainiert, austrainiert hält. Immerhin ging Agassi dann in diesem Turnier gegen Thomas Muster über fünf Sätze, aber er unterlag
Phoenix, Arizona. Now resides in Houston, Texas. Und auch in Wimbledon, musste er sich schon vorzeitig in der vierten Runde, in diesem Fall Todd Martin, beugen, ebenfalls über 5 Sätze. Agassi sollte auf jeden Fall versuchen, dieses Match in diesem Durchgang nach Hause zu fahren. Im 5. Satz wäre für mich jedenfalls Michael Chang der Favorit. Chang serviert am Stand von 2-1 im 4. Satz. Todd Martin was born in Hinsdale, Illinois. He now resides in Lansing, Michigan. He began his professional career in 1990. Todd won the USTA Boys 18 grass court title, played college tennis at Northwestern University, finishing the 1990 season ranked number 2 in the nation, helping his team to the Big Ten title. He also selected All-America in singles. Der sitzt. Agassi gibt schon nach wenigen Schritten auf, diesem Lob hinterher zu laufen. Ball auf der Linie. Momentan sieht das sehr nach einem 5. Satz aus. Klasse, was Michael Chang hier zeigt. Den ganzen Ballwechsel noch einmal. Ein Return enorm weit. 15-0. Aber als Antwort knapp verpasst, ein sehr guter Aufschlag.
1 minute. Richard Lindbergh won the toss and chose to serve. 14 Meter. Agassiz's erster Doppelfehler. Noch ist dieser vierte Satz nicht verloren. Agassi verkürzt auf 2 zu 3. Im vergangenen Jahr, nach dem Turnier von Wimbledon, trennte sich Agassis langjähriger Coach Nick Bollettieri von ihm. Agassi war mit einem leichten und aber doch sehr deutlichen Bauchansatz in Wimbledon angetreten. Und das war dann wohl das Ende für Bollettieri, der selbst von seiner Seite aus zu dieser Trennung noch keine Kommentare abgegeben hat. Er verweist auf ein Buch, an dem er arbeitet. Dort wird das Ganze nachzulesen sein. Agassi wiederum hat sich sehr ausführlich und in Interviews dazu geäußert, das Ganze eine tiefe Kränkung war. Und heute sagt der Bollettieri, war für ihn selbst, für seine Karriere insgesamt betrachtet, eher unwesentlich. Hat ihm nie viel erzählen können, hat ja auch selber nie selbst Tennis gespielt. Wie dem auch sei, Chang führt 3-2 im vierten Satz und schlägt auf. Michael Chang hat damit in jedem Satz bisher einen Doppelfehler gemacht. Das war Nummer 4. Zum ersten Mal in diesem vierten
vierten Durchgang gerät ein Aufschlagspiel. Chance in Gefahr. Nach bereits deutlicher Führung und durch eigenes Verschulden. Gegen den Lauf von Agassi spielt und platziert Michael Chang diesen Ball erfolgreich. Aber Chang behält die Führung 4:2 im vierten Satz. Zu 0 gewinnt Andre Agassi ein Aufschlagspiel. Verkürzt damit auf 3:4 im vierten Durchgang. Kämpfer gegen Talent. Das ist der Gegensatz bei diesen Spielern, zumindest vom Klischee her, wie sie sich auf dem Papier präsentieren. Aber in Wirklichkeit hier in diesem Spiel die Trennung doch nicht ganz so leicht zu machen. Agassi legt auch selbst sehr viel Kampfgeist, sehr viel Siegeswillen in dieses Match. Und ein Michael Chang ganz talentfrei, so eines Arbeitstier zu bezeichnen, wäre auch unfair. Agassi hat jedenfalls im Laufe dieses Turniers erklärt, dass er beabsichtige, hier zu gewinnen. Dass er auch durchaus glaubt, dass er hier gewinnen kann. Mal sehen, ob er recht hat. Thank you. Die Rolle des gefährlichen Floaters bekommt Andre Agassi jedenfalls sehr gut.
Er liegt im vierten Satz 3-4 zurück. Roller präsentierte Agassi die Chance, ans Netz zu gehen, nur um dann von Chang passiert zu werden. Sie hatte das Gleiche zu Beginn des Spiels geschafft, einen Schmetterball Chang zu retournieren. Nun macht es ihm Chang nach. Das tut weh. Von Agassi, die Antwort. Mit enormer Wucht dieser Return geschlagen. Agassi hat noch eine Chance. Brad Gilbert sieht's mit Wohlgefallen. Changs Schlag von der Grundlinie einmal nicht die nötige Wucht, sprang etwas höher ab und Agassi zieht durch.
Great chance. Seine erste in diesem Satz. Das war ein ganz, ganz wichtiges Aufschlagspiel für Michael Chang und ein denkbar knapper Ball. Fünf-drei. Agassi serviert. Wenn Michael Chang diesen vierten Durchgang gewinnen sollte, dann wäre das auch durchaus verdient. Er ist der aktivere. 15 Winnerschläge bisher auf seiner Seite gegenüber 9 bei Agassi. Und weniger Fehler. Und jetzt bei eigenem Aufschlag noch ein derartiger Lapsus. Hat er den Schläger nicht ganz unter Kontrolle. Chang braucht noch einen Punkt zum Satzgewinn. Agassi. Seit 2-3 Minuten unkonzentriert. 3 der vergebenen Breakchance nach. Der Ball ist aus. Zu 0 verliert Andre Agassi sein eigenes Aufschlagspiel und 3-6 verliert er diesen vierten Satz, sodass wir nach 2 Stunden und 34 Minuten Satzausgleich haben. 2 beide. Der fünfte Satz muss die Entscheidung bringen. Partyfon ist Partnerfon. 005-996-446. Partyfon ist Plauderfon. 005. Wiederhole ich mich, dann ist nun Michael Chang leichter Favorit, allein schon von seiner Spielanlage her, von seiner Einstellung und seiner Erfahrung. Nochmal der Rückblick auf den vierten Durchgang, wie schon gesagt, 15-9 Winner, der Vorteil für Chang, 6-10 Fehler, auch Vorteil Chang. Der Rest, die Doppelfeder, fallen da nicht ins Gewicht. Agassi hatte lediglich eine Chance zum Break und ließ diese ungenutzt.
Jetzt wird sich zeigen, wie gut, wie fit Andre Agassi wirklich ist. Ein weiterer Härtetest für den Mann aus Las Vegas. Time. Queens, New York, liegt unter der nachmittäglichen Sonne. Hier fliegen die Jets in Richtung Flughafen LaGuardia vorbei. Michael Chang serviert zu Beginn des entscheidenden Durchgangs. Sicher gewinnt Michael Chang sein Aufschlagspiel zum 1:0 im fünften Durchgang. Mal bisher das Finale erreicht. Damals im Jahr 1990 besiegte er im Semifinale Boris Becker und wurde dann allerdings im Endspiel von Pete Sampras nach allen Regeln der Kunst vorgeführt. Das war ein Match, das Agassi sicherlich einiges zu knabbern gab. Im selben Jahr 1990 erreichte er das Finale der French Open. Unterlag Andrés Gómez, ein Jahr später Jim Courier dort an gleicher Stelle. Das waren die frustrierenden Grand Slam Jahre des André Agassi, bis er dann 92 einer Befreiung gleich Wimbledon gewann. Michael Chang dagegen hat nach seinem Titelgewinn in Roland Garros 1989 kein einziges Grand Slam Finale mehr erreicht. Beste Platzierung, Halbfinale US Open vor 2 Jahren. Letztes Jahr unterlag er hier auf diesem Platz im Viertelfinale Pete Sampras, der O-Ton Chang im dritten und vierten Satz das beste Tennis gespielt hat, das er je gesehen hat. Agassi serviert.
0-1, fünfter Satz. 15-1. Zwei klar gewonnene Aufschlagspiele zu Beginn des fünften Satzes. Beide voll konzentriert. Beide sind sich des Ernstes der Situation voll bewusst. Das war unnötig. Ein Lapsus. Der erste, der Probleme kriegt, ist Michael Chang. Ist es wieder Agassi, der davon zieht und Chang hinterher laufen lässt? Das war eine ziemliche Katastrophe und Agassi lässt sich feiern. Drei Breakchancen. Dieser Ball sprang so unglücklich und Agassi schießt Chang ab. Dieser Ball viel zu hoch. André Agassi. Michael Chang den Aufschlag ab. Standing Ovation zumindest von Brad Gilbert. 2-1. Ich lasse das Fragezeichen erstmal noch im Raum stehen. Denn zu häufig ist Michael Chang erfolgreich solchen Rückständen hinterhergehechelt und hat sie noch in einen Vorsprung, in einen Sieg umgewandelt. Bestechen allerdings die Kondition bisher von André Agassi, der hier mit dem Laufwunder Michael Chang mithalten kann. Das Fitnessprogramm hat also bisher bestens gewirkt.
2-1 für Agassi. Ein Break-Vorteil. Agassi serviert. Agassi geschlagen von einem sich in die Lüfte schwingenden Chang. Der Ball wird gut gegeben. 13-15. Und zu Recht. Chang schaut zur Linienrichterin rüber. Je früher Chang das Rebreak schafft, desto besser. Das Spiel und wird dann von Michael Chang ausgekontert. Auf klassische Art und Weise. Breakchance für Michael Chang. 13-14. Beifall von Andre Agassi gerade für seinen Gegner. Thank you. Eine leichtsinnig vergebene Chance oder wird Chang sich noch weiter erspielen können? Eine Netzquote ist in dieser Phase nicht ausreichend genug. Momentan nur 3 von 8 Netzangriffen Changs erfolgreich abgeschlossen. Das ist in dieser Phase nicht gut genug. Klasse, klasse. Dieser 5. Satz löst nun all das ein, was die 4 vorherigen Durchgänge versprochen haben. Ein absolut brillanter Ballwechsel. Agassi macht das Spiel. Chang läuft
Und Agassi steht goldrichtig. 3:1. Der Ball ist gut. Das wäre zu schön gewesen. Auch im fünften Satz ein Doppelfehler von Chang. Insgesamt der sechste. Jetzt wird es doch langsam etwas kritisch für Chang. Der Return von Agassi war zu stark und hier bat sich eine Vorentscheidung an. Breakchance Agassi. Ja, war Chang noch mal davon gekommen. Netzberührung bei seinem Aufschlag. Chang hat dann in diesem fünften Satz bereits 10 unnötige Fehler gemacht gegenüber lediglich 3 bei Agassi. Deshalb steckt er hier bis zum Hals im Problem. Starker Aufschlag, immerhin der kommt.
ist dieser Michael Chang für ein Kämpfer. Von der Grundlinie aus obsiegt momentan sehr häufig Andre Agassi. Die dritte Chance zum Break. Erhöht auf 4:1 im fünften Satz. Zum zweiten Mal in Auflage. Das sollte eigentlich bei einem normalen Gegner, bei einem normalen Match reichen, aber der Gegner heißt Michael Chang und bei dem glaube ich erst nach dem Matchball ist das Spiel entschieden ist. So langsam sehen wir hier einen Schatten über das Stadion ziehen, während wiederum Laola durch das Rund läuft. Es ist spät Nachmittag in New York, früher Abend. Die Sonne scheint immer noch. Angenehme, optimale Temperaturen zum Tennisspielen. Um die 20 Grad. Vier zu eins für Andre Agassi. Hat Aufschlag. Auf dem Weg ins Viertelfinale. Ein bestechendes Aufschlagspiel, eine bestechende Leistung des 24-jährigen Agassi. Zu Null gewinnt er sein Service
5:1. Ähnlich klar wie im ersten Satz führt Agassi im fünften. Wer hätte das vorher zu sagen gewagt? Nach gut 3 Stunden Spielzeit. Thank you. Chang ist deutlich angeschlagen, dementsprechend besorgt sein Lager unter den Zuschauern. War Michael Changs 13. unnötiger Fehler in diesem fünften Satz. 4 stehen auf Agassis Konto. Chang mit dem Rücken zur Wand. Noch immer Agassi 2 Punkte vom Sieg, vom Einzug ins Viertelfinale entfernt. Unforced Errors, Fehler ohne Not, ein ums andere Mal. Matchball Nummer 1 für André Agassi. Zweiter Aufschlag, Chang. Nach 3 Stunden und 5 Minuten ist alles vorbei. André Agassi zieht mit einer überzeugenden Leistung ins Viertelfinale ein und ringt Michael Chang, ausgerechnet Michael Chang, in 5 Sätzen nieder. 6:1, 6:7, 6:3, 3:6 und noch einmal 6:1. Ein Dankeschön ans Publikum. Meine Freundin Brooke Shields unter den Fans. Und André Agassi hat recht behalten. Er will und er kann dieses Turnier gewinnen. Das muss man nach dieser Leistung sagen. Nach diesem 5-Satz-Sieg gehört er zu den Favoriten. Sein Aufschlag kam deutlich besser als der seines Gegners. Mehr Winner und deutlich weniger unnötige Fehler. Das ist kurz zusammengefasst die Bilanz dieses Spiels.
Zhang machte für seine Verhältnisse, für seine Verhältnisse sehr viele, zu viele unnötige Fehler, um diesen Andre Agassi schlagen zu können. Mit dieser Bilanz und dem Wissen, dass der Paradiesvogel Andre Agassi weiter dabei ist, zurück zu Uli Potowski ins Studio. Welcome to the matches of the US Open, sponsored by Rexona.